Die Stadtteilserie wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Osnabrück. Im Süden geht's nach Lüstring. Im Westen geht's nach Gretasch. Und im Norden geht's nach Darum. Aus 3 mach 1 haben sich die Stadtplaner vor 40 Jahren gedacht und aus den 3 eigenständigen Gemeinden Darum, Gretasch und Lüstring einen Stadtteil Osnabrücks gemacht. Hier oben am Schlederhauser Weg sieht man das ganz gut. Hier geht's in 3 Richtungen weg und wir starten mit unserem Rundgang in Gretasch. Vor der Eingemeindung gehörte Gretasch zu den reichsten Gemeinden in ganz Deutschland, vor allem weil die Papierfabrik Schöller als Gewerbesteuerzahler hier ansässig ist. Heute zeugt die große Sportanlage noch vom Reichtum. Sie hat sogar eine eigene Kunststoffbahn, die derzeit erneuert wird. Bei der Einweihung 1970 wurde hier über die 100 Meter Europarekord gelaufen. Heute trainiert hier die TSG Burg Gretasch. Viele Osnabrücker verbinden mit Lüstring vor allem die Mintener Straße mit ihrer Mischung aus Wohnen und Gewerbe. Und wer schon einmal die Mintener Straße raufgefahren ist, der verbindet mit ihr auch Lärm und Verkehr. Das ist seit vielen Jahren ein Streitpunkt im Stadtteil. Und wenn man hier steht, dann merkt man erst, wie laut es hier ist und wie viel Verkehr hier ist. Bei mir ist jetzt der ehemalige bzw. der letzte Ortsbürgermeister von Darum Gretasch Lüstring, Frank Henning. Henning, was ist denn eigentlich los hier? Ja, das Hauptproblem hier an der Mindener Straße ist der starke Durchgangsverkehr, hervorgerufen durch den Lkw-Verkehr, der die Firma Schöller anfährt und das Gewerbegebiet auf dem Gehren. Und da gibt es natürlich gefährliche Situationen, auch mit querenden Fußgängern. Und wie Sie sehen, sind die Radwege auch viel zu schmal. Die Leute sind aber wahrscheinlich ziemlich unzufrieden, oder? Ja, die Leute beschweren sich und regen sich natürlich zu Recht auf. Die Lösung besteht zumindest in einem ersten Schritt darin, dass wir die vielen Schlaglöcher beseitigen und eine neue Asphaltdecke einziehen, was dann dazu führt, dass die Lärmbelastung natürlich zurückgeht. Das zweite wäre, hier einen Kreisverkehrsplatz zu bauen, der die gefährliche Unfallsituation hier an der Mindener Straße entschärft. Aber Lüstring ist natürlich nicht nur die Ausfahrt-Einfahrtstraße. Sie wohnen selbst hier. Weshalb kann man denn in Lüstring gut leben? Wir haben wunderschöne Baugebiete im Grünen, ungefähr 20 Minuten mit dem Bus entfernt vom Neumarkt, sodass man im Grünen wohnt, aber relativ schnell in der Innenstadt ist, mit einem 20-Minuten-Takt angebunden durch die Stadtwerke Osnabrück. Und das müssen wir uns jetzt unbedingt mal angucken. Ruhig und idyllisch ist es im anderen Teil Lüstrings. Einfamilienhäuser, große Gärten und ein herrlicher Blick zeichnet diese Wohnlage aus. Idyllisch auch im dritten Teil des Stadtteils, ja, und dieser Teil gehört auch zur Stadt Osnabrück. Viele Bauernhöfe und viel Landschaft zeichnen Darum mit seinen gut 600 Einwohnern aus. Darum, Gretasch und Lüstring haben aber nicht nur eine gemeinsame Gegenwart und Zukunft, sondern auch eine gemeinsame Vergangenheit. Denn schon vor etwa 5000 Jahren haben hier Menschen gelebt. Zeugen davon sind zum Beispiel die Sundermannsteine, eine Grabanlage aus der Steinzeit, von denen es hier in der Gegend noch ein paar mehr gibt. Das war's für heute aus Darum, Gretasch, Lüstring. Nächste Woche sind wir mit der Stadtteilserie in der Weststadt für Sie unterwegs. Bis dann!